Mein Name ist Marion Schamann, ich bin Expertin für moderne und zeitgenössische Kunst und ich möchte Ihnen heute dieses Gemälde vorstellen von Chang Yeol Kim, einem koreanischen Künstler, und das Werk ist aus dem Jahr 1973. Das Markenzeichen von Chang Yeol Kim sind Wassertropfen. Und Wassertropfen malt er auch seit nunmehr 50 Jahren. Wir sehen die Wassertropfen auch hier auf der Arbeit. Die scheinen hier die Leinwand runterzulaufen. Und die sind so täuschend echt gemalt, dass man meint, sie seien real. Und dafür gibt es auch einen Ausdruck, das nennt man Trompe-l'œil. Das ist ein französischer Ausdruck und der bedeutet oder wird in der Kunstgeschichte dafür verwendet, für die illusionistische Malerei, die eine Dreidimensionalität suggeriert. Und das Spannende an der Arbeit ist, dass es einen Bruch gibt zwischen gemalter Realität und der Realität, denn die Wassertropfen sind direkt auf die unbearbeitete Leinwand aufgetragen worden. Der Künstler, ich habe gesagt, seit 50 Jahren beschäftigt er sich immer mit dem gleichen Thema, mit dem Thema Wasser, Wassertropfen. Und er ist in Korea geboren, dann in den 1960er Jahren nach New York gezogen zum Studium und dann sogar nach Paris 1969. Und in den Pariser Jahren hat er angefangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, das sich dann jetzt durch das gesamte Werk durchzieht. Das Ganze hat natürlich auch etwas Meditatives und für den Künstler auch etwas Therapeutisches, denn er hat den Koreakrieg Anfang der 50er Jahre miterleben müssen und diese traumatischen Ereignisse, die verarbeitet er jetzt eben auch in dieser stetig wiederkehrenden Arbeit, der Arbeit an den Wassertropfen. Im Werk von Chang Yeol Kim spürt man die fernöstliche Philosophie. Es ist eine meditative Arbeit, eine meditative Beschäftigung mit dem Element Wasser. Gleichzeitig steht es aber auch in einer westlichen Tradition, in der Tradition der illusionistischen Malerei. Diese geht sehr, sehr weit zurück. Die Anfänge liegen in der Antike. Dann wurde die illusionistische Malerei wiederbelebt in der Renaissance. Und auch im 20. Jahrhundert kann man einige Stilrichtungen nennen, zum Beispiel die Fotorealisten. Dann ist es ja auch eine serielle Arbeit und dadurch wird es eine konzeptuelle Arbeit. Man kann also zusammenfassend sagen, dass sich hier das fernöstliche Gedankengut trifft mit der westlichen Tradition und mit der westlichen Konzeptkunst. Das Gesamtwerk des Künstlers überzeugt durch die Konsequenz, dass er sich über Jahre hinweg mit einem Thema beschäftigt, ein Thema durchdekliniert. Und innerhalb dieses immer Gleichbleibenden bietet er uns dann sehr, sehr viele Variationen an. In dem Werk hier selbst ist einfach faszinierend, wie er diese Wassertropfen darstellt. Man kann sich in den Details verlieren. Ganz besonders ist aber, dass die Arbeit zum Philosophieren anregt. Es geht ja um das Element des Wassers, das fließende Element. Es ist das Element der Veränderung. Und eigentlich ist Wasser transparent, unsichtbar und auch formlos. Also erst durch das Spiel von Licht und Schatten, wie wir es hier auch sehen, durch Lichtreflexe, durch Reflexionen der Umwelt, erst dadurch wird das Wasser überhaupt erst sichtbar, erst dadurch formt es sich. Und das ist das Schöne, dass am Ende die alte philosophische Frage steht: Was ist Realität, was ist Illusion? In den letzten Jahren und besonders auch in den letzten Monaten haben die Werke von Chang Yeol Kim ganz enorme Preise erzielt auf dem internationalen Auktionsmarkt. Wir haben die Arbeit recht attraktiv getaxt mit 40.000 Euro und von daher sehe ich noch eine sehr große Preissteigerung während der Auktion. Die Auktion findet am 16. Juni statt. Sie können sehr gerne mitsteigern und es wird leider von nun an auch keine neuen Werke des Künstlers mehr geben, denn er ist Anfang dieses Jahres im Alter von 91 gestorben.